die St. Georg-Kirche, auf Ungarisch Szent Györgyi Opatschak Templon, gehörte einst zum Benediktinerkloster im westungarischen Jak südlich von Szombathely. Kloster und die dem heiligen Georg geweihte Abteikirche wurden von 1214 bis 1256 erbaut. Während des Türkeneinfalls von 1532 wurden Kirche und Kloster beschädigt, etliche Heiligenfiguren geköpft. Das Kloster wurde 1562 von den Benediktinern verlassen und die Gebäude mit Ausnahme der Abteikirche und der benachbarten St. Jakob-Kapelle später abgerissen. Im Westen wird die dreischiffige spätromanische Basilika von den beiden je 36 Meter hohen Türmen und dem prachtvollen Hauptportal, das von zwei steinernen Löwen bewacht wird, abgeschlossen. Das Tympanon des Portals zeigt den Pantokrator, den Weltenherrscher, mit zwei betenden Engeln. Im Giebel stehen die Steinskulpturen von Jesus und den Aposteln. Die 12 Säulen des Eingangsportals sind umgeben von reich ornamentierten, rund- und spitzbogigen Arkaden. Durch dieses kleine Südportal betreten die Besucher heute die Kirche. Im Giebel ist das Lamm Gottes dargestellt, flankiert von je einem Lindwurm, dem Drachen der Hure Babylon, den das Lamm in der christlichen Mythologie besiegte. Im Innern beeindruckt die fast 40 Meter lange und 21 Meter breite dreischiffige Kirche mit ihren Kreuzgewölben durch ihre Schlichtheit und Weite. Im Osten befinden sich Kanzel und Altar, im Westen über dem großen Portal die Orgelempore. Die mittelalterlichen Fresken sind entweder nicht mehr erhalten oder bestenfalls nur noch zu erahnen.
An den Außenmauern findet man einige steinerne Fratzen, Köpfe und Fabeltiere. Insgesamt ist die St. Georg-Kirche von Jack sehr sehenswert.